Aloha, hey und ein herzliches Trölt alle miteinander. Mein Name ist Kate und ihr seht, Let's Fail League of Legends. Kate, mein Name. Ich spiele Wager, wie ihr seht. Und ja, es war ein Wunsch von Schieß mich tot, keine Ahnung. Ich weiß gar nicht mehr. Auf jeden Fall spiele ich jetzt Wager und ja, schauen wir da mal, wie das läuft, du. Wager habe ich. Ja, naja. Reden wir nicht drüber, wann ich den das letzte Mal gespielt habe. Seht ihr dann an meinem Spiel. So, was haben wir denn noch hier? Wir haben Branch, Eve, Pantheon und Galio. Wir sind extrem AP-lastig, aber naja, gut. Was will man machen? Die Gegner Morgana, Lux, Galio, Trinity und Pantheon. Scheinbar sind Galio und Pantheon frei oder so. Ich weiß es nicht, oder es ist einfach nur Zufall. Morgana mit ihrem blöden AP-Damage-Absorb-Shield natürlich nicht die richtige Wahl für unser Team. Da haben wir einiges falsch gemacht. Ja. Und jetzt warten wir darauf, dass Morgana in ihre alte Schrottkiste mal einen ordentlichen Tritt reinkarrt, damit wir hier auch endlich anfangen können. Wager ist extrem mana-lastig. Wenn er einmal seine Spell-Combo durchzieht, ist er schon nahezu am Anfang. Und ja, mal kicken, wie wir das anders regeln. Ja, wir holen uns mal einen Dorans-Ring. Und wir gehen in die, weiß ich gar nicht, Brand. Sollte Brand in die Mitte? Soll ich in die Mitte? I don't know. Will Galio in die Mitte? Was macht er da? Wie gankt mit. Okay. Mit Gank finde ich gut. Also was sind mal Teamstrategien hier, die man auch mal umsetzen kann, versuchen umzusetzen. Ob das funktioniert, weiß ich nicht. Aber wir werden mal unser Bestes geben. Ich baue einfach mal den Stun aus. Vielleicht sollte ich hier einfach kämpfen. Ich kämpfe normal wie jeder andere. Ich bin hier mit. Okay, ist niemand. Haben die einen Jungler? Nee, haben sie nicht. Ach, Gegnerteam, genau. Pantheon. Ach nee, habe ich schon vorgelesen. So, Abilities von Wager. Wagers Mana-Rack ist immer für jeden fehlenden Prozent Mana um 0,75% erhöht. Sein Q-Spell ist quasi sowas wie der Feuerball von Annie, nur dass er halt ein Ability Power pro Kill gibt. Den ich vollbringe, beziehungsweise passiv einen Ability Power pro Kill, egal von welchem Damage Spell oder Auto-Hit, wenn ich einen Champion töte. Sein W-Spell ist sowas wie Katros Meteor, nur in größer und stärker. Sein E-Spell ist ein Stun-Spell. Und Nico ist jetzt im Internet. Sei mal ruhig. Da haben wir gerade gesehen, gut, First Blood für uns. Ich habe da jetzt nicht so mit mich beteiligt, aber ich war auch abgelenkt. Falls ihr euch fragt, das ist Tipkicker, mit dem werde ich auch irgendwann nochmal einen Let's Play mir von der Bühne holen, aber gerade habe ich vergessen, aus dem TS zu gehen. Tja, so kann es gehen. Ja, gut. Auf jeden Fall First Blood auf unserer Seite und Spells, genau. E habt ihr gerade gesehen, das ist ein Stunfeld und überall, wo die halt reinlaufen, dort wird gestunt. Also wenn da jemand an diesen Rand läuft, dann wird man gestunt. Wenn die nur in der Mitte stehen, passiert dann nichts. Die Ulti ist ein sehr mächtiger Spell, der vor allem gegen AP-Heroes Schaden macht, weil er noch die 80% der gegnerischen AP mit einberechnet in seinen Damage. Und das kann üble Folgen haben. Während ich hier versuchen muss, nicht die ganze Zeit weggeknödelt zu werden von ihren Long-Range-Spells, ist immer sehr widerlich. So, und ich muss natürlich versuchen. Was habe ich denn jetzt gemacht? Ich muss natürlich versuchen, möglichst viele Last-Kills auf meinen Q-Spell zu bekommen, um meine Ability-Power zu steigern. Hui! Und so geht das. Davor habe ich ein bisschen gefailt, was Last Hits angeht. Es geht halt auch manchmal, ne, reden und spielen gleichzeitig will gelernt sein und naja.
Wundert mich, dass sie schon so schnell auf Level 3 nachgezogen ist. Dabei war sie tot. Naja. Ist halt ein Pro. Ja. Natürlich auch muss man auch Last Hits kriegen. Ohne, wenn man Auto-Hit macht. Man kann nicht alles mit Q hitten. Vor allem, weil man halt übelst super fast umgeht. Oh, genau. Und das meine ich auch hier. Das geht ja nicht. Egal. Meteor noch ausbauen. Das ist der zweite Spell, den wir hochbringen wollen. Oder ist es das dann? Je nachdem, wie der Kampf verläuft. Ich habe leider keine HP-Regenerierung in irgendeiner Art und Weise. Deswegen bin ich auch sehr Harris hier anfällig. Ja, glücklich, dass ich noch lebe, muss ich sagen. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich mich nicht von ihrem blöden Kack da treffen lasse. Am besten einfach mal Mana regenerieren und hier ein Meteor reinknallen. Und noch so. Ah, okay. Ja, ich popp mich einfach mal zurück. Versuche natürlich noch ein bisschen die vom Tower wegzuhalten, dass sie nicht gleich am Tower steht und alles kaputt liegt. Ich brauche auf jeden Fall irgendwas, was mich mal HP-technisch wieder hochheilt. Und dann kaufe ich einfach mal 4 Heiltränke. Ist jetzt ein Level-Vorteil mir gegenüber, weil ich einfach zurückziehen musste. Und wieder ein Enemy slain und Morgana. Nein, verreckt nicht am Ignite. Ignite! Ja, es heißt Ignite, ich weiß. Man weiß nie, ob man euch für voll nehmen kann oder nicht, ne? So. Ja, ich hoffe natürlich, dass ich nicht wieder einen Super Rage-Anfall kriege. Wobei es eigentlich immer ganz lustig ist. Vor allem, wenn ich es mir selber anhöre. Ich finde es immer schön, wenn ich rage. Nur im Spiel selber ist der Rage ist nicht gefaked. Ich hasse diese Leute wirklich, die auf einmal das Spiel verkacken und aus der Hand schenken, weil sie der Meinung sind, sie müssten das tun oder sie könnten das tun. Nein, ich war doch schnell genug. Egal. 57 AP mittlerweile und ja, die Sidelines sind gut am bespielt werden. Während hier Lux wieder versucht, aber jetzt habe ich Boot. Keine Chance, jetzt bin ich hier auch am Aufpassen. Ist halt immer schwierig, man kriegt so einen kleinen Tunnelblick, finde ich immer, wenn ich in der Mitte spiele. Und da kommt Eve. Ja, warte noch bis Level 6 und... Ja, das war klug. Warte doch einfach eine Sekunde, bis ich Level 6 bin. Anstatt zu pingen und loszulaufen. Mein Gott. Über awesome. Also, wenn man Gank versucht, ja, das war ja keine schlechte Idee. Aber dann doch bitte so, dass der Gank auch so funktioniert irgendwie. Nicht funktionierende Ganks sind wie Pizza. Oh, ich mag Pizza. I love. Stimmt, ist nicht wie Pizza. Ist gesunde Nahrung. Wie Fisch. Wie Fisch, der nicht aus dem Backofen kommt. Nicht dieser Iglu-Fisch. Auf den stehe ich. Backfisch. Während wir hier... Oh, ich krieg die Last jetzt nicht mehr hin. Gott, was ist denn los mit mir? Oh, jetzt bin ich voll reingeknallt. Ja, keine Last Hits auf meiner Seite. Super Fail hier. Während Eve... Oh, Eve gefeedet, ey. Oh, das ist Eve. Eve. Ich lauf da nicht rein. Könntest du mal knicken. Ich lauf aber da nicht weg schnell genug. Ja, wow. Also manchmal glaube ich, die Leute sind ein bisschen überenthusiastisch, was ihre Ulti angeht. Ich meine, das hätte mich in 3000 Jahren nicht getötet. Außer sie hätte Ability Power bis zum Erbrechen gehabt. So, und jetzt hier. Wieder den Spell. Was? Ally? Nein! Nicht Trinity mir viel. No! I don't like. Okay, I like wieder. Ja, so kann das gehen. Hin und her hier. Ja, ja, sie will mich abschießen. Ich sehe das schon. Wieder Mana voll machen. Oh. Ja, 69 Ability Power und weiter steigend Laning Phase mit Vega. Irgendwie überboring. Unglaublich. Aber was will man tun? Es ist mit. Wieder nächsten Heiltrank einschmeißen.
Sie könnte natürlich hier irgendwo im Busch lauern, aber naja, sieht nicht danach aus. Da ist er. Lux hat Clarity dabei. Das heißt, ich muss aufpassen, dass ich nicht plötzlich in ihre Falle tappe. So, nice. Da habe ich mich reingeflasht und habe ich gelegt, habe ich den. Okay, beziehungsweise Eve hat gestunt. Mein Stuntfeld war nur damit, falls sie... eigentlich war mein Stuntfeld ziemlich scheiße platziert. Hä, egal. Hat niemand gesehen. Ja, Stun-Dauer erhöht das. Und Stun-Dauer erhöht ist gute Investition. Leider werde ich nicht schnell genug hier die Typen an den Tower pushen. Aber schon mal ein Kill ist schon mal nicht schlecht. Ja, vor allem, da sie sich hierher porten kann. So, okay. Ich werde mich jetzt mal wieder einen halben Meter zurückziehen. Ally has been slain. Wo? Hier unten? Okay. Okay, gut. Double Kill für uns. Einer für die. 7-2 bis jetzt. Also sind die derzeit in die Hintertreff. Und Hintertreff ist gut für uns. Ich mag das, wenn die Gegner nicht hinten... Ne? Ich mag es aber noch viel lieber, wenn ich gewinne. Es gibt nur eins, was ich lieber mag als gewinnen. Und das ist gewinnen und Großmäuler besiegen. Wenn sie vorher rumgetötet haben. Ja, wir sind die Götter der Welt. Wir töten alles. Wir vernichten sie. Ich habe keinen Mana. Sorry. Was machen die eigentlich hier? Die stehen irgendwie auf dem Midgank. Wow, 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 wow. Ja, die scheinen darauf zu stehen, die Mitte ganken zu wollen. Tja, ich kann nicht viel machen ohne Mana. Was soll ich tun? Was willst du tun? Was willst du tun? Vielleicht ein bisschen harassen hier. Nein, er hat sich geheilt, genau im richtigen Moment. Unglücklich. Ist natürlich doof, weil Trinemy keine AP besitzt. Aber, alles an sich, auch Trinemy kriegt davon ordentlich Schaden. Während ich hier von Galio gegankt werde. Nein! Nein! Okay. Ja, okay, Trinemy stirbt aber auch noch. Oh, verdammt. Ungünstig gemacht von uns. Das war Fail. Und zwar...